ein Auto, was echt nur für den Gesamtsieg gebaut wurde damals. 12-Zylinder Motor, ein Auto, was auch am Anfang überhaupt nicht zu fahren war. Die Fahrer haben also fürchterlich geschimpft über dieses Auto. Und erst nach vielen Versuchen und Änderungen der Karosserie wurde das Auto dann zu dem Auto überhaupt in den nächsten zwei Jahren, also 1970, 1971. In Le Mans haben wir zum Beispiel immer nur mehr oder weniger in Privatbetten, in Bauernhäusern gewohnt. Die Leute mussten vom Rennsport begeistert sein und sie mussten sehr schnell reagieren können auf irgendwelche Schäden, die auftraten. Sehr schnelles Arbeiten war Voraussetzung. Und deswegen war es völlig unwichtig, dass wir in Baracken gewohnt oder gelebt haben. Unsere Fahrer zogen sich in der Box um. Es war also sehr, sehr primitiv am Anfang. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was eben heute gang und gäbe ist. Ferric Porsche war immer Rennsport begeistert und er war ja auch des Öfteren mal in Le Mans, auch gerade 1982, als er mit dem neuen 956 damals die Plätze 1, 2, 3 belegten, war er da. Er hat immer, sagen wir, uns die Stange gehalten, auch wenn es ums Geld ging. Er hat gesagt, Rennsport braucht Porsche. Porsche ist mit Rennsport groß geworden, also macht's weiter. Als Renningenieur muss ich sagen, damals ganz klar der Le Mans-Erfolg. Und als Rennleiter eben die beiden großen Erfolge, die das Le Mans 82 mit dem Sieg 1, 2, 3 und die drei Paris-Dakar-Einsätze, oder sagen wir mal die zwei, als wir gewonnen hatten. Und das war für mich das größte Highlight in meiner Karriere.